Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift vielleicht schon gelesen habt, geht es heute um die neue Glossy Box und zwar die Wolke 7 Edition. Die kommt hier in einem wunderschönen Karton daher. Sieht richtig, richtig schön aus mit diesen Wölkchen und hier unten auch die Farben, der Farbverlauf. Schaut richtig schön aus, gefällt mir richtig, richtig gut. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in die Box rein, denn ich bin schon sehr gespannt, was hier alles so drin ist. Ja, wie gewohnt sieht das innen wieder so aus, das Heftchen mit der kleinen Schleife. Wenn man das Ganze runternimmt, kommt hier ein wunderschönes Papier hervor, also auch in diesem wunderschönen Farbverlauf, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Kann Glossy Box gerne öfters machen. Was mir als erstes auffällt in dieser Box, sind diese Schnürsenkel, würde ich sagen. Also das ist in so einem Rosaton, etwas breiter. Und hier halt ganz normal Schnürsenkel. Und ich kann mir vorstellen, dass die auf jeden Fall sehr gut zu meinen weißen Turnschuhen, also ich habe von S. Oliver so weiße Turnschuhe letztes Jahr gekauft. Ich glaube, da probiere ich mal diese Schuhbänder aus. Ich glaube, die passen da ganz gut dazu. Dann haben wir dieses Produkt hier drin und zwar ist es von Tracklemoon, ein Exotic Lychee Sorbet pflegender Balsam. Ja, ich bin überhaupt kein Lychee-Fan und ich muss auch sagen, mir hängt so ein bisschen die Handcreme raus, weil ich habe mir letztes Jahr alle Sorten gekauft und bin gerade fleißig am Aufbrauchen. Deswegen ja, ist die jetzt hier nichts für mich, aber ich werde es auf jeden Fall in ein Verlosungspäckchen packen, denn demnächst wird es eine kleine Verlosung auf meinem Kanal geben. Also bleibt da auf jeden Fall gespannt und da wird diese Handcreme auf jeden Fall mit reinwandern. Dann haben wir hier von Nutralash Waterproof Mascara mit Diamantenstaub. Die sieht so aus. Das ist eine wasserfeste Volumenformel in jetzt limitierter Auflage. Okay. Das denke ich ist aber eine Probegröße. Und so sieht das Bürstchen aus. An sich, ja, muss ich mal schauen, wie ich mit der Bürste zurechtkomme. Aber ich denke, damit kann man ganz gut die Wimpern tuschen. Dann haben wir hier drinne von Rodial ein Suede Lips. Big Apple ist die Farbe. Ich denke, das wird so ein Lippenstift sein. Ich packe den mal schnell aus. Genau, das ist hier so ein Lippenstift. Und ich swatche euch den mal. Ein sehr schöner Farbton kommt dem hier, den ich jetzt gerade auch drauf habe, ziemlich gleich. Er ist ein bisschen rotstichiger, wie ich finde. Aber auch eine sehr, sehr schöne Farbe und probiere ich auf jeden Fall gerne aus. Und dann habe ich hier drin ein Shampoo und zwar von California Blonde, das Blond Glanz Shampoo mit Sonnenblumenöl und UV-Filter. Ja, das hat den Hintergrund, ich habe von Natur aus blonde Haare und ich möchte mir meine Haarfarbe auch jetzt wieder rauswachsen lassen. Und habe letzten Monat mein Beauty-Profil schon auf blond wieder umgestellt. Man sieht ja auch hier den Ansatz, der ist schon wieder recht hell. Und ja, da ich genug Shampoo habe, wird es jetzt einfach in meinen Vorrat wandern und ich werde es auf jeden Fall sehr, sehr gerne ausprobieren. Und dann kommen wir auch schon zum dritten Produkt und ich muss sagen, wir haben jetzt schon die Mascara drinnen gehabt, wir haben den Lippenstift drinnen und wir haben noch eine Lidschattenpalette. Das heißt, wir haben hier drei Produkte diesmal drinnen, die dekorative Kosmetik sind, was ich echt klasse finde. Also das muss man jetzt schon mal sagen, deswegen wollte ich die Glossy Box früher auch immer haben, weil klar, man hat auch mal Pflegeprodukte drin, aber es geht ja auch um dekorative Kosmetik und da haben wir hier dieses schöne kleine Teilchen dabei von Icon Mini bei Absolut New York, Gold Glitz nennt sich die. Und so sieht das Ganze hier ausgepackt aus. Das ist eine, ja, eine Eyeshadow-Palette und hat sehr
normale Alltagsfarben, würde ich jetzt mal sagen. Also die Palette erinnert mich auch sehr, sehr stark an die Naked Basics Palette. Die schaut ja auch ungefähr so aus. Und ja, aber mir gefallen die Farben auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also die kann man auf jeden Fall verwenden. Und ich werde euch auch mal welche swatchen. Also ich habe jetzt im Endeffekt die mittleren Farben genommen, den ganz hellen Ton und den ganz dunklen Ton habe ich jetzt ausgelassen. So sieht es hier auf den Fingern aus. Jetzt swatche ich euch das hier mal hin. Ja, also das sind sehr schöne Farben und ich meine, ihr habt das gesehen, von der Pigmentierung her kann man auch überhaupt nichts sagen. Auch die Farben in dem Pfännchen sind sehr, sehr weich und ja, mir gefallen die Farben richtig, richtig gut. Und wenn ich die jetzt hier mal so ein bisschen ausblende, sieht das Ganze auch noch sehr, sehr schön aus. Also sehr schöne Farben. Genau, also insgesamt haben wir 3 matte Töne in der Palette und 3 glitzernde Töne, was ich auf jeden Fall super ausreichend finde. Und es ist eine super Palette zum Reisen. Also da muss ich sagen, bin ich sehr froh drüber, dass die in der Box mit dabei war. Was jetzt noch in der Palette mit dabei war, war dieser Applikator. Den verwende ich auch ganz gerne. Also viele schmeißen die ja weg. Einfach um diese schimmernden Töne schön aufs Auge zu bringen. Ich finde einfach durch diese Schwämmchen vorne das Pigment viel besser auf und ich kann es viel besser aufs Auge aufbringen. Deswegen nutze ich die wirklich ganz gerne und ich habe auch mir mal von Rossmann aus meiner Pinselsammlung so einen Schwammapplikator geholt, weil wie gesagt, ich nutze die einfach sehr, sehr gerne, um Glitzerlidschatten auf mein bewegliches Lid aufzutragen. Ja, die Box ist leer. Ich finde, wie gesagt, es sind super Produkte dabei und auch absolut, ja, tolle Produkte. Also der Lippenstift, dann auch die Palette, die Mascara, gut, muss ich jetzt mal austesten, wie die ist. Auch das Shampoo finde ich in Ordnung, dass es drin ist. Was ich jetzt nicht gebraucht hätte, wäre diese Lychee Sorbet Handcreme gewesen. Wie gesagt, weil ich einfach momentan dieses Trackly Moon Produkt einfach satt bin, weil ich seit über einem Jahr fast nur das verwende. Und ja, deswegen ist das jetzt nicht so mein Favorite gewesen. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt aber noch hier in das Magazin rein. Genau, hier, da gibt es auch ein Video auf der Glossybox YouTube-Seite, da könnt ihr auch mit Sicherheit mal gerne vorbeischauen, da wird dann praktisch Step für Step erklärt, wie man diesen, ja, Retro-Look, sage ich jetzt mal, macht. Dann haben wir hier drin als erstes Desange-Produkte, also da gab es verschiedene Produkte. Ich habe jetzt das Shampoo hier drin, kostet 250 ml. 4,95 Euro bekommt ihr, glaube ich, bei DM und auch bei Rossmann. Dann hätte es gegeben Professional Hair Luxure Paris strahlende Farbpracht Doppel Farbelixier. Ja, dann wäre noch drin gewesen Absolut Repair Reparatur- und Aufbaumaske oder nährendes Elixier, sofortige Geschmeidigkeit und tiefennährende Maske. Also die wären auch noch drin gewesen. Ja, bin aber mit dem Shampoo jetzt so eigentlich ganz zufrieden. Dann die Mascara. Genau, das sind 3 ml. Ich denke, das wird hier die 3 ml Variante sein. Genau, hier steht es drauf. Kosten 14,95 Euro. 5 ml, also nur 2 ml mehr als jetzt in der Probe drin sind, hätten gekostet 24,95 €. Finde ich schon echt heftig. Ja. Weil wahrscheinlich Diamantenstaub drin ist. Wahrscheinlich so 0,0001 Gramm oder so. Aber egal. Dann haben wir hier diese schöne kleine Palette. Das ist Absolut New York Icon Mini. Hier haben wir einen ein Originalprodukt für 7,65 Euro. Ja, ist auch in Ordnung. Und wie gesagt, von der Pigmentierung her bin ich schon mal sehr begeistert. Und ich werde auf jeden Fall demnächst ausprobieren, wie sie sich auf den Augen macht. Dann hätte es noch gegeben die Art Deco Eyeshadow Base. Also die hätte ich ja auch gerne gehabt, also zum Ausprobieren.
Dann hätte es noch gegeben einen Bilou Creme Schaum Cotton Candy, 3,95 €. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, bin ich froh, dass es nicht drin ist. Dann John Frieda Frizz Ease Wunderreparatur Shampoo und Conditioner. Das wäre mit Sicherheit auch, da gibt es glaube ich so Probegrößen. Oder man hätte das Original drinnen gehabt, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ja, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ja, dann haben wir halt das Litchi-Produkt, 1,95 € in der Drogerie. Wie gesagt, an sich ein tolles Produkt, momentan bin ich es einfach leid. Dann haben wir hier drin den Rodial Suede Lips. Jumbo Lipstick nennt sich der. So, jetzt habe ich es. Ist auch ein Originalprodukt, kostet 22 €. Also ich denke mal, dass es ein Originalprodukt ist. Wobei hier halt drauf steht, not for sale. Ja, gute Frage, ne? Dann wäre noch drin gewesen ein Blending Sponge. Den hatte ich schon mal drin. Dann hätte man noch kriegen können ein Duschgel. Bin ich jetzt froh, dass ich es nicht drin hätte. Wobei lieber das statt der Handcreme, aber okay. Und es hätte auch noch mal drin sein können, der Eyeshadow Glitter Brush, den ich schon habe. Der sieht so aus. Den habe ich auch momentan verwendet. Ist gar nicht... Ah ja, für Manhattan Eyeshadow. Dieses Eyeshadow Tattoo, den hier. Dafür hatte ich den verwendet. Dann hätte drin sein können von Trifle Cosmetics das Lip Parfait Butterfly Lip Cream. Mann, bin ich froh, dass die nicht drin ist, weil die war ja schrecklich. Also von der Farbe her, vom Auftrag, vom Produkt an sich war es super, aber die Farbe war einfach nichts für mich. Dann hätte noch drin sein können von Rituals ein Parfüm. Oder von Barbo eine Lip Color. Wäre natürlich auch super gewesen, wäre es in der Box gewesen. Aber wie gesagt, an sich bin ich eigentlich mit der Box sehr, sehr zufrieden. Ja, dann kommen wir auch schon zur Vorschau für den Monat März. Und da haben wir das Thema The Perfect Nude Edition. Mit der neuen Glossy Box zelebrieren wir im März reine, pure Schönheit mit all ihren Pünktchen, Streifen und fast Makeln. Nicht Facetten, Makeln. Wir feiern all die Frauen, die sich so lieben, wie sie sind. Lass dich mit uns gemeinsam inspirieren. Verliebe dich neu in all deine Facetten und betone deine natürliche Schönheit mit unserem sorgfältig ausgewählten Pflege- und Kosmetikschätzchen. Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Denke ich, wird eine sehr pflegelastige Box werden. Aber bin ich auch ab und zu da aufs Pflege, manchmal auch Beauty, so wie sie heute war, finde ich sie eigentlich perfekt und würde mich freuen, wenn die nächste Box genauso klasse weitergeht. Ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon mit der Glossy Box für den Monat Februar. Ich bin super begeistert von der Box. Mir hat die richtig, richtig gut gefallen und ich hoffe, die nächste Box wird genauso super, wie diese hier war. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann lasst doch hier ein Abo da. Ist für euch kostenlos. Ihr bekommt einfach nur eine Benachrichtigung, wenn von mir ein neues Video online ist. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dahin. Tschüss.